Hallo, liebe PC Games Hardware-Leser. Hier der Tastatur, Maus, Gehäusepapst etc., wie auch immer. Ich habe heute mal etwas hier für euch. Das ist mal was Besonderes, sprich wir nicht so von der Stange, nämlich eine Maus. Diese Maus hier, die ist also was Besonderes. Wer will ich noch nicht verraten, weil ich habe jemanden hier, nämlich den Tom. Hi. Den bestimmt ein paar Leute noch kennen. Der hat ja auch mal bei uns sein Unwesen getrieben. Das ist richtig, ja. Und der kann mir jetzt mal erklären, was es denn mit diesem schönen Nager hier auf sich hat. Ich sehe ja schon mal, da ist ein Joystick dran, also da ist bestimmt irgendwas Spezielles. Tom, was haben wir da? Richtig. Genau. Gaming-Mäuse gibt es wie Sand am Meer, das wissen wir alle. Man streitet sich über DPI-Zahlen, 16.000 und so, ist alles längst Standard, Beschleunigung von was weiß ich wie viel G. Und da gibt es eine kleine französische Firma, so ähnlich wie die unbeugsamen Gaia bei Asterix, die haben sich gedacht, wir machen doch mal was ein bisschen anders. Wir machen nicht das, was alle anderen machen und hauen noch mehr Buttons dran und hauen noch mehr DPI in unsere Maus, oder sondern Seitenteile. Genau, auswechselbare Seitenteile, was weiß ich, haben wir alles schon ein paar Mal gesehen. Eben, und ich auch genauso eben. Also wir machen mal was Neues, was man so noch nicht gesehen hat. Und zwar ist das Besondere an dieser Maus, dass sie nicht nur einen Thumbstick, den haben wir ja eben schon kurz gezeigt, integriert hat, sondern auch noch die Maus, das Gehäuse an sich ist nochmal, ich sehe, wenn ich das jetzt hier so meine Hand ein bisschen bewege, ich kann das nach vorne, nach hinten kippen, das ist auch nochmal ein Joystick, der da drin verarbeitet ist, funktioniert auch analog. Ich fasse das jetzt einfach mal hier an, ja, und überzeuge mich selber. Oh ja, das ist also, das sage ich schon mal ganz von Anfang an, das ist natürlich sehr ungewohnt jetzt gerade, weil, also wie gesagt, das ist schwammig, das ist halt nicht fest und man sieht hier, die Tasten liegen ein bisschen weiter hinten und wenn man die jetzt drückt, ist ein komisches Gefühl. Aber gut, warum ist das so? Was kann man damit machen? Das ist für Freunde von, ich sag mal, kreativen Games oder von Space Sims oder so konzipiert, wenn man also Elite-Fan ist oder Star Citizen oder auch andere Simulationen im Flugbereich, aber eben nicht die Möglichkeit hat, sich ein komplettes Rotas zu Hause hinzustellen oder nicht die finanziellen Mittel dafür oder den Raum oder wie auch immer dann ist. Das ist ein sehr interessantes Produkt. Oder auch in Kerbal Space Program, generell in Kreativspielen, wo man viel plant und baut, hat man dann damit wahnsinnig viele Möglichkeiten, zum Beispiel sich im Spiel zu bewegen und die Kamera aus die Kamerawinkel gleichzeitig zu verändern. Wenn man jetzt beispielsweise, um ein einfaches Beispiel zu nehmen, PUBG spielt im Third-Person-Modus, dann kann man beispielsweise in die Richtung zielen, aber gleichzeitig, indem man dann hier rüber guckt, schauen, was ist eigentlich auf der anderen Seite, was geht da ab, weil man vielleicht ein Geräusch gehört hat. Das heißt, man macht hier die Bewegung, macht aber dann gleichzeitig da irgendwo, oder könnte hier eine Bewegung. Richtig. Eine Bewegung vor, zurück, rechts, links und die Maus eigentlich nur zum Gucken, wo... Genau, du kannst in eine Richtung, kannst in eine andere Richtung zielen, als du gerade hinguckst. Wenn du jetzt sagst, ich will da einen Gang oder eine Ecke absichern und habe aber jetzt irgendwie da hinter mir was oder an der Seite von mir vielleicht was gehört, dann brauchst du dich nicht komplett umdrehen, wie das normalerweise der Fall ist, sondern kannst einfach die Kamera nehmen und in die entsprechende Richtung drehen. Jetzt sind wir mal umgekehrt. Das ging aber doch auch dann so rum, ne? Wenn ich jetzt hier mich mit bewegen würde und hier mit würde ich schauen, das wäre auch theoretisch, ne? Du brauchst auch theoretisch jetzt mal du kannst das konfigurieren, wie du willst. Ne? Da gibt es auch einen relativ umfangreichen Treiber dann dazu, aber mal ganz blöd gesprochen, du brauchst eigentlich gar keine Tastatur mehr unbedingt, um dich zu bewegen. Du könntest in der Theorie... Ja, die Pfeiltasten werden irgendwo. Du kannst hingehen und sagen hier, was weiß ich, vor, zurück, strafe links, strafe right, gucken und zielen. Feuern, nachladen, Sonderfunktion, weiß ich. Also, ist jetzt ein hartes Beispiel, aber sagen wir mal, du hast ja den linken Arm gebrochen oder so. Der ist im Gips. Und ja, oder es gibt auch Leute, die durchaus, ich kenne da jemanden, den einen Arm vielleicht nicht mehr bewegen kann. Genau. Zum Beispiel. Dann hättest du damit die Möglichkeit, dich sicherlich nicht so schnell und so fix zu bewegen, wie, aber mit eingeschränkter Mobilität, trotzdem wäre man in der Lage, sich komplett unabhängig mit einfach nur der Maus in einer 3D-Umgebung in einem Spiel zu bewegen, was natürlich schon ganz geil ist. Und was einem beispielsweise dann in Space Sims oder so in Elite, wenn man, was ja ein prädestinierter Titel dafür ist, sich Roll, und so weiter, das kann man ja alles dann damit entsprechend belegen. Das macht einem ja viel Platz auf der Tastatur dann auch nochmal frei, wo ich andere Funktionen drauflegen kann, Waffensysteme und was weiß ich nicht alles.
Und das macht das Ganze zu einem sehr spannenden Ding. Ist auch interessant für Leute, falls Ingenieursstudenten oder so unter euch sind, wenn man mit Programmen wie SolidWorks oder AutoCAD oder sowas arbeitet, also in 3D-Umgebung, sicherlich auch ein spannendes Ding, weil man dann eben zum Beispiel das Objekt im Workspace drehen kann und gleichzeitig die Kameraperspektive und solche Dinge, ohne dass man dann noch auf der Tastatur drücken muss und sagen, wenn ich mich jetzt um die Achse bewegen will, dann muss ich jetzt noch Steuerung, Shift, Control, wie sonst was alles drücken. Von daher ist das was ganz Einzigartiges. Von den anderen Parametern her erfindet die Maus das Rad jetzt nicht neu. Das steckt drin für einen Sensor? Das ist ein Lasersensor, der auch schon relativ etabliert ist auf dem Markt. Der 9800er Sensor, kennen wir ja auch aus anderen Mäusen schon. Das ist jetzt also nichts Neues. Es ist aber, muss man ja mal ganz ehrlich auch sagen, so gerade in diesem DPI-Bereich, mehr als zwei ist ja sowieso also, Quatsch. Ich sage immer so 6, 8 kann man, 12 oder 16 sind schon für 16K-Monitor, die ja mal genau kommen. Es ist schwierig damit. Also sie sind handelbar, ich teste auch immer mit 16, weil ich muss gucken, wie sie es in der maximalen Auflösung. Aber da ist dann aber auch schon vorsichtig und ganz ruhiges Ärmchen gefragt. Oder ruhige Hand, ansonsten wird das nämlich nichts. Ne? Also insofern ist das bestimmt jetzt nichts, wo ich sagen würde, da hätten sie aber mal einen besseren Sensor reinpacken können. Das ist wichtig. Ich glaube auch da ist mit optischen wird es vielleicht auch ein bisschen schwieriger als mit dem Laser, alleine durch diese Konstruktion, wo es noch offen ist etc. Nehme ich mal an, dadurch, dass es ja dann, aber der sitzt schon da, ne? Relativ weit vorne, nicht so zentriert, wie man das vielleicht von anderen Mäusen kennt. Das ist natürlich auch in einer gewissen Art und Weise der Konstruktion bedingt. Ja, Ober- und Unterschale sind ja hier separate Einheiten voneinander, die dann verbunden sind, weil ansonsten so sieht das dann aus, ne? Also es ist wirklich. Würde das ja nicht funktionieren. Wie eigentlich eher irgendwie so ein Kreuzpad auf dem Steuerkreuz, auf dem Gamepad, ne? Genau. Wo wir gerade die Maus von unten sehen, kann man vielleicht noch drauf aufgehen. Die meisten Mäuse haben ja Kunststoff oder Teflon-Gleitfüße unten drunter. Das ist Keramik. Das gleitet also nochmal einen Tick leichter als bei vielen anderen. Ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Die sind natürlich nämlich sehr hart. Und wenn man ein hartes Mauspad hat, wie das hier zum Beispiel, das finde ich, das ist so mein üblicher Test auch einfach, das Ding einfach mal, das kannst du lang nicht mit jeder machen. Das ist, die Gleiteigenschaften sind also klasse. Das ist wichtig. Muss ich echt sagen, das ist, und das Pad übrigens hier, was sieht man mal wieder? Der Meilen-Lieblingsregenbogen, also hat der Tom genau wieder richtig hier gleich mitgebracht. Und das Beste dabei ist, man kann die Farbe nämlich hier per Fingerabdrucksensor verstellen. An aus. Ich will natürlich wieder meinen Regenbogen, also muss ich da ein bisschen länger und öfter drauf drücken. Ja, es braucht keinen Treiber. Was bei den Keramikfüßen vielleicht noch anzumerken ist, auf so einem harten Mauspad ist das dann vielleicht ein Tick lauter als ein Teflon-Fuß. Ja, aber wenn man sehr sensibel ist. Ja, aber ich fange jetzt nicht also nur an, die mit meinen Lautstärken und Lautheitsmessung zu machen, wie laut die Maus denn auf dem Pad ist. Die Maus kratzt die laut auf dem Pad 0,1 Sohne. Also aber ich sehe hier, ich nehme jetzt das mal vorweg, der Tom hat auch dann hier noch das wäre dann eine Ersatzfüße, die es dann auch gibt. Ne? Ja. Falls man es doch mal schafft, also diese Dinger, die Keramikdinger abzurubbeln, das dauert schon einiges, weil die sind wirklich sehr hart. Aber wenn ihr es denn doch mal irgendwie hinkriegt, was auch immer und wie auch immer, auch da ist Ersatz. Also das heißt dann nicht, Füße von der Maus sind abgerieben, das war's dann, sondern kann man nachholen. Kann man übrigens auch an jede andere Maus dranpacken. Die kann man dann dran kleben, auch in jede andere Maus. Wenn ihr also irgendeine andere Maus habt und ihr sagt, die würde ich eigentlich ganz gerne behalten, aber die Füße sind jetzt schon so langsam ein bisschen am Ende, dann haben die Kollegen da von Lexip eben auch was Nettes in petto, einfach die Mausfüße kaufen. Dann hat man auch die passenden Gleiteigenschaften dann wieder neu und packt die dann unter die Maus drunter. Die kann man einfach festkleben. Wichtig dabei ist, dadurch, dass sich natürlich die Höhe verändert beim Sensor, müsst ihr die Abtastdistanz, die Lift-Off-Distanz und so auf jeden Fall nochmal neu einstellen. Kann man das mit der Software?
Das geht mit der Software bei denen. Ich meinte jetzt aber tatsächlich bezogen, wenn ihr jetzt eine andere Maus haben sollt, dann muss das neu konfiguriert werden. Aber auch hier mit der Software lässt sich, wie das heutzutage mit Maustreibern ja auch einfach so ist, da kannst du die Beleuchtung einstellen, die DPI-Zahl in sehr feinen Schritten. Da sollen wir mal in Medias, wir haben da doch, können wir da mal durchswitchen da? Und dann, also wie wir hier sehen, die Software haben wir jetzt hier mal im Bild. Dann zeigst du mal, was alles möglich ist. Da sehe ich schon DPI-Settings. Genau, DPI-Settings, ne? Da ist einmal hier der Slider da. Man kann das Ganze aber auch einfach numerisch eingeben, wenn man möchte. Eine Stufe oder wie läuft das? Hast du dann mehrere? Nee, da gibt's, das ist ganz beliebig. Ach so. Das kann ich einfach hier dann hoch und runter ziehen, wenn ich das möchte. Oder eben auch tatsächlich einfach numerisch eingeben. Aber wie viel speichert er? Das meine ich jetzt damit. Also wie viel DPI? Achso, wie viele DPI-Stufen er speichert. Also Profile, wie viel DPI, das kann man, ist ja meistens verbunden dann. Ja, das ist tatsächlich jetzt nur eins in dem Modus, aber das geht ja on the fly relativ leicht, das umzuschalten. Das heißt, da ist doch auf jeden Fall, der wäre doch dann wahrscheinlich um eine alternative DPI. Genau, richtig. Ja, also da hat man zumindest zwei Einstellungen, indem man das nimmt, was man hat. Richtig. Und, ja. Ja gut, wie gesagt, wir wissen ja, dass das hier jetzt nicht unbedingt die Gamer-Maus ist, die jetzt da 5 und da sind andere Prioritäten. Insofern, genau, richtig. Ne? Wir richten uns da ja auch, also die Maus richtet sich ja auch an eine ganz spezielle andere Zielgruppe. Das ist jetzt nicht der klassische, da sitzt kein Counter-Strike-Spieler hinter dieser Maus. Selbst der hätte doch sein eines Button, wenn er den doch für seinen Sniper-Modus nochmal 400 DPI nur bräuchte, statt den 2000 eingestellten. Also die Funktion ist auf jeden Fall vorhanden. Genau. Ne? Das, also und Profilspeicher auch, und wenn es auch nur eins ist, aber eins wird zumindest gespeichert. Das heißt, ich könnte die jetzt mitnehmen an meinen anderen Rechner und hätte zumindest meine DPI-Zahl und hätte meine Beleuchtung. Genau, das ist kannst du alles so mitnehmen. Das ist nämlich wichtig. Das ist oft genug geht das nämlich nicht. Das geht denn dieses Gyroskop, also diese Funktion out of the box, oder brauche ich Treiber? Die funktioniert prinzipiell out of the box, wenn der Titel das natürlich supportet. Okay, weil das, also da muss Joystick-Support da sein, damit das funktioniert. Also nimmt er aber die Schnittstelle dann? Die DirectX. Ja, das funktioniert halt so. Das ist ein Joystick. Ja, ist kein, gut, das ist kein emuliertes, das ist nicht emuliert oder sowas. Wenn du, also da könnte man selbst ältere Titel sich jetzt nochmal hinnehmen und sagen, naja gut, dann habe ich meinen X-Wing Alliance und will das jetzt nochmal spielen, aber dafür kratze ich jetzt keinen Joystick irgendwie aus der Kiste raus. Will aber eine analoge Eingabe haben, dann geht das. Das heißt, wir haben, wenn man jetzt mal summiert, man hat die normale Bewegungsachse, man hat die Bewegungsmausachse in dem Sinne, also nicht die so, sondern die hier. Ja. Und hat noch diese. Das wären dann 3, 1, 2, 3. Drei Achsen in dem Sinne, eigenständige. Genau. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall, also ich finde das ganz interessant. Vor allen Dingen auch die Sache, dass es out of the box funktioniert. Also sowas ist mir immer wichtig, das bringt ja nichts. Ja, ich kann diese Maus oder nur betreiben. Und dann nur nutzen, wenn ich die Treiber installiere. Genau. Insofern finde ich das schon mal, das ist schon mal lobenswert, dass es wirklich geht, wenn das es dann von dem Spiel kommt oder von der Schnittstelle des Betriebssystems, aber nicht eben da. Das ist gut. Wenn man muss natürlich dann sagen, viel feiner definieren kann man das alles erst mit dem Treiber natürlich. Das ist klar, aber die grundsätzliche Funktionsweise geht. Ich nehme sie, kann meinen Leuten zeigen, guck mal hier, ich kann, wenn es unterstützt wird, mit meiner Maus mein Flugzeug lenken. Mal ganz grob gesagt. Ne? Genau. Dann hat man die Basics auf jeden Fall schon mal und dann kann man ja hingehen und sagen, so, und jetzt stelle ich mir das noch ganz genau ein. Man kann sogar hingehen und die, zum Beispiel für den Thumbstick oder sowas, die Dead Zone verändern. Ja, ist ja wie beim Joystick. Ne? Wie beim Joystick. Ja. Die Einstellung, die man, ist so eine gemischte Treiber, wenn man dann so will, quasi aus einem Maustreiber, wo man seine Tasten belegt, und dem Joystick-Treiber, wo man dann eben die Empfindlichkeiten im Code der jeweiligen Achsen einstellt. Genau. Dann nochmal eben, wir sind ja von der PC-Gentart, wer weiß, welche Technik kommt da zum Einsatz? Was ist das? Ist das einfach nur meine, ist das wie ich schon eben so sagte, wie beim Joystick, dass hier drin irgendwo Kontakte sind, sprich, die merken, wie dies jetzt bewegt wird? Genau, richtig. Also es ist keine Gyroskopie da drin, sondern es ist wie bei so einem Steuerkreuz,
dass das ja irgendwo auf Kontakte drückt und man der dann merkt, wenn es jetzt nicht da ist. Da ist ein Sensor drin, der schon quasi den Weg misst. Den Weg so misst, okay. Und dann kann man eben sehen, okay, wie weit habe ich mich bewegt und dann wird das Ganze. Also es ist keine Kontaktsache, dass hier irgendwas durch, dadurch wird kein Kontakt ausgelöst, sondern der Sensor misst schon, wie das bewegt wird. Also das ist doch Gyroskop. Müsste dann eine Gyroskopie irgendwo auf der Art und Weise sein, oder nicht? Irgendwo eine Orientierung, was denn, weil der Wege misst. Aber wie gesagt, das nur so nebenbei, das hat mich nur mal interessiert, was jetzt so dahinter steckt. Ja, ne? Ja, ich muss sagen, es ist, was soll ich groß sagen, ich meine, es ist mal was Spezielles, aber dafür sind wir da, euch auch mal was Spezielles zu zeigen. Jetzt die Frage, ist es schon erhältlich, was kostet's? Ja, ist schon erhältlich, also das ganze Ding ist entsprungen aus dem Kickstarter-Projekt. Da wollte ich nämlich drauf hinaus, also das ist eben, genau. Wie viele haben gebackt oder wie viele sind schon verkauft worden? Wie viel verkauft worden, also kann ich dir nicht genau sagen, aber das sind das ist ursprünglich als Konzept vorgestellt worden auf dem CES 2017. Oh, das und da wurde danach hat dann die Backing-Kampagne gestartet und da wurde dann innerhalb von sehr kurzer Zeit waren über 300.000 Backer dann da, die das Ganze unterstützt haben und die Summe dann auch, die kann ich dir gar nicht mehr genau sagen, auf was das hinauslief, das könnte man mal recherchieren dann noch, ermöglicht haben, dass dieses Produkt eben erstellt wird und ist seit Ende letzten Jahres für die Backer erhältlich und mittlerweile aber auch im Retail und besser gesagt im E-Tail, also im Web verfügbar, zum einen auf der Webseite des Herstellers und es gibt auch ein paar E-Tailer in Deutschland, so Amazon zum Beispiel, die die Maus auch schon anbieten und das wird sich in den nächsten Monaten auch noch ein bisschen ausbauen, dass dann da vielleicht Alternate Mind Factory und diese Case King, wie man da so kennt, noch hinzukommen. Das ist aber noch im Aufbau. Aber ist auf jeden Fall schon erhältlich. Hersteller-Webseite 130 Euro ist ungefähr der Kostenpunkt. Weißt du das auch, die? Das waren 19 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Das schöne Stück hier mit dem... Das waren 39. Ist auch noch im Rahmen. Also ich finde, das muss ich jetzt nochmal sagen, finde ich gut. Ja, auch wenn das jetzt überhaupt nicht jetzt damit was zu tun hat, aber es ist einfach eigentlich ein Mausbett. Ja. Aber sowas, da mit solchen kleinen Nichtigkeiten, da habe ich immer meine Freude dran, aber das wisst ihr ja schon. Vor allem, wenn es blinkt. Ich bin jetzt nicht so der, ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so der mega RGB-Fan. Aber was ich schön finde, ist, man kann es ja auch ausmachen, aber das Metall hier einfach und die Das ist auf jeden Fall eine fertige Verarbeitung. Ja, Stoffummantelte, genau. Ausschalten, dann müsst ihr doch. Das geht auch. Ja, das ist also haben wir auch die Option für dich, alles dabei. Ja, ich nehme sie jetzt einfach nochmal so. Also, wie gesagt, das müsste man mal ausprobieren. Das ist alles jetzt alles Theorie. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, beim Rennspiel: Gas geben, Bremsen und dann einfach geht nur lenken hier mit dem Stick. Also, das geht sind bestimmt Möglichkeiten. Oder auch beim Actionspiel, wo du sonst eine Taste für brauchst, laufen. Dass du einfach die Maus nach vorne drückst und dann läuft der. Also, geht nicht mehr, sondern. Fängt dann an zu laufen. MMO, gleiches Ding, WoW oder so. Und dann kann man hier von mir aus noch Casts dann draufpacken. Und da ist also viel kreativer Spielraum. Ja, das ist auf jeden Fall ein Spielzeug. Ja. Aber gut, nur mal eben so zur Orientierung, dass ihr ungefähr wisst, Größe ist immer relativ, weil ihr seht ja, ich habe eine recht große Hand. Das Ding ist, hat halt eben, also es ist natürlich bedingt dadurch, dass es durch diese Funktion. Sieht man schon, also ich hänge hier schon weit oben drüber. Hier vorne ist auch nochmal eine Ablage, die man aber braucht, weil wenn man so anfängt zu drücken, da geht das sehr schnell, dass man dann auf einmal hier mit dem Knöchel auf die Auslösetaste kommt, oder die Taste auslöst, was man überhaupt nicht will. Also ist dieses hier, diese Ablage, diese Starre, schon sinnvoll für diese Funktion, die das Ding hat. Das muss ich sagen, der ist leicht erreichbar. Gummierte Innenseiten gefallen mir auch immer, weil dann rutscht man wenigstens nicht. Hier sind wir, da haben wir schön Gummierung, genauso wie hier. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil bei der Griffigkeit, also schweißnasse Hände etc. Schweißnasse sind sie meistens nicht, aber sind feucht. Das gefällt mir. So, von der Form her gut. Ich nehme mal an, wenn jemand etwas kleinere Hände hätte, wäre er noch etwas zufriedener damit, weil bei mir hängt es nicht ganz hinten in der Handfläche. Aber wie gesagt, man könnte sie, also ich sage mal, für den Clawgrip ist sie noch ein bisschen besser.
Das merkt man hier jetzt. Aber dann hat man das Problem, was mache ich mit dem Claw Grip, wenn ich da dran will? Ja. Dann sind wir etwas, es wird schwieriger. Aber also auch da ist jetzt nicht groß was zu meckern nach dem Motto zu schwer, zu leicht. Also Gewicht finde ich zum Beispiel für das, was da drin steckt an Technik, die schätze ich 110 Gramm, mit die haben 110. In dem Dreh, ja. Ja, also ist auch nicht so schwer. Kabel kann man sogar abnehmen, dann wenn man mal, ne, so, dann wird das Kabel einfach mal abgezogen, wenn man sie mitnehmen will, oder dann kann man sie auch transportieren. Also diese Sachen alle schön, finde ich gut. Und natürlich zusammen mit dieser Spezialfunktion jetzt ein interessantes Zeitung, muss ich sagen. Also erstmal schönen Dank, dass du es mal vorbeigebracht hast. Sehr gern. Danke, dass du mich eingeladen hast. Und mal gucken, wie wir das hinkriegen. Vielleicht machen wir auch nochmal irgendwas, nochmal ein Video hier. Ich spiele damit Autorennen oder fahre damit, weiß auch immer. Man kann das ja nochmal weiter verfolgen, die bleibt auf jeden Fall bei uns. Ich würde deine Rundenzeit auf der Nordschleife damit interessieren. Ja, nach einem Tag üben können wir da vielleicht mal in die 10-Minuten-Regelung kommen. Nee, aber auch das ist auf jeden Fall eine witzige Sache. Ich werde das weiterverfolgen, gucke mir das auf jeden Fall nochmal an. Und ja, ich hoffe, euch hat das auch gefallen, mal was zu sehen, was nicht sofort Note, Wertung, sondern einfach mal vorstellen, mal über den Tellerrand gucken. Und das ist auf jeden Fall so ein Gerät, mit dem tun wir das. So, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.